Dann möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen, dass ihr zu so früher Stunde zu dem Thema Wohnungsbewegungen in Europa hier dazugekommen seid in unser Forum. Dieses Forum ist Teil einer dreiteiligen Veranstaltung zum Thema Wohnungsbewegungen und Wohnungsproblematik in Europa. Gestern haben wir bereits ein erstes Workshop gehabt, auch mit den Vertreterinnen und Vertretern hier auf dem Podium, die ich gleich vorstellen werde, in dem wir die Situation in den verschiedenen Ländern im Wohnungswesen, in der Wohnungswirtschaft und die Ansätze der verschiedenen Wohnungsbewegungen, die sich gegen die Missstände dort mobilisieren, diskutiert haben. Sozusagen eine kleine Bestandsaufnahme. Eva, zu meiner rechten Seite aus eurer Sicht, als Vertreterin des europäischen Aktionsnetzwerks der Wohnungsbewegungen, hat dazu auch noch aus dem hier nicht vertretenen Europa Beispiele geliefert. In der heutigen Veranstaltung wird es darum gehen, dass wir darüber sprechen, wenn überall, das war nämlich das Ergebnis gestern, ähnliche Phänomene, ähnliche Probleme existieren, was ist dann möglicherweise die gemeinsame wirtschaftliche Wurzel dieser Themen, die politische Wurzel dieser Themen und wie kann dem entsprechend auch begegnet werden in der Frage einer anderen wirtschaftlichen Konzeption, einer Systemalternative sozusagen. Das wird heute unser Thema sein. Und morgen werden wir dann, um nicht in der akademischen Theorie zu bleiben, heute Nachmittag um 16.30 Uhr, werden wir dann in einem weiteren Workshop darüber diskutieren, welche strategischen Perspektiven die verschiedenen Wohnungsbewegungen in Europa haben können und wie sie sich gegenseitig unterstützen können, um eine Wirkung zu erzielen, die sich nicht nur auf die Phänomene bezieht, sondern die in einer längeren Perspektive auch zu einem Systemwechsel führt. Das ist der Rahmen, in dem wir uns heute hier bewegen. Ich stelle das Podium vor. Ich fange mit mir an. Mein Name ist Michael Tellmann. Ich bin mit Dr. Werner Heinz, der leider erkrankt ist und den ich hiermit entschuldigen möchte, verantwortlich für diese Seminarreihe. Zu meiner Linken habe ich schon vorgestellt Eva Bitavazzi vom Europäischen Netzwerk der Wohnungsbewegungen. Neben ihr rechts David Zarra von der PAH aus Spanien, aus Madrid. Ganz rechts außen Marie Hubin aus Paris, von der Bewegung und der Organisation Droit au Logement, Recht auf Wohnen. Rechts außen habe ich Lina aus Madrid, ebenfalls von der Wohnungsbewegung, und Laura. Neben ihr sitzt Ingrid Hoffmann aus der Wohnungsbewegung in Berlin, Deutsche Wohnen enteignen. Und direkt neben mir sitzt Philipp Metzger aus Wien, Politologe und Spezialist in Fragen der Ökonomie des Wohnungswesens. Und er wird gleich auch die Diskussion eröffnen. Doch vorher möchte ich noch darauf eingehen, dass wir heute in unserem Forum, auch später in der Diskussion, uns auf dieses Thema, nämlich Ökonomie, Systemalternative und was kann Politik und was kann Politik nicht, beziehen werden. Das wird wie folgt ablaufen. Wir werden eine erste Diskussionsrunde mit zwei Fragestellungen haben, zu denen kurze Statements erfolgen. Dann werden wir eine zweite Runde haben, zu denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auf dem Podium kurze Statements abgeben. Und in der dritten Runde kann es Fragen aus dem Publikum geben. Allerdings bitte ich euch jetzt schon einen Zettel zu nehmen und euch die Frage, die ihr stellen wollt, aufzuschreiben. Weil wenn wir viele verschiedene Co-Referate haben, geht natürlich viel Gelegenheit verloren, intelligente Fragen zu hören und auch noch beantworten zu lassen. Das soweit. Ich würde dann eigentlich gerne gleich in die Diskussion einsteigen, hier auf unserem Podium. Moment.
Ich hatte es schon angesprochen, wir haben überall die gleichen Phänomene. Und da stellt sich natürlich die Frage, übrigens sind diese Phänomene, Räumung, Mietpreissteigerung, Steigerungen der Wohnungsmieten, Privatisierung des Wohnungswesens, Konzentration des Wohnungseigentums, Vertreibung, das sind keine Phänomene, die wir nur in Europa haben. Wir haben diese Phänomene weltweit. Es gibt die Wohnungsbewegungen nicht nur in Europa, sie gibt es in Südamerika, sie gibt es in den USA, sie gibt es in Asien. Aber hier konzentrieren wir uns natürlich auf den europäischen Teil. Und das wirft natürlich die Frage auf, haben wir es hier mit einem wirtschaftlichen, ökonomischen, mit einem globalen Phänomen zu tun? Steckt dahinter ein globales System? Und was ist das System? Und deswegen möchte ich gleich in die Diskussion mit Philipp Metzger einsteigen. Philipp, welche Triebkräfte, welche Interessenlagen und Gruppen stecken hinter den Wohnungsproblemen, hauptsächlich in den Metropolen? Bitte schön, Philipp. Ja, also ich fange dann mal an mit, was sind die Gemeinsamkeiten und was ist eigentlich das Problem und die Ursache? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja der Fordismus gebildet, also starker Sozialstaat, starke Gewerkschaften, starke Löhne. Und ab den 70ern ist es losgegangen mit dem Neoliberalismus, also Privatisierung, Abbau des Sozialstaates. Und in diesem Zuge gab es noch eine andere Entwicklung, nämlich ja auch die Deregulierung des Finanzmarktes und damit der Entstehung der Finanzialisierung. Das klassische Beispiel für Finanzialisierung auf dem Wohnungsmarkt ist zum Beispiel die USA und Großbritannien. Das heißt, das sind Eigentümernationen, das heißt, die meisten Leute wohnen dort nicht zur Miete, sondern besitzen ihr Haus. Dieses Haus haben sie natürlich nicht wirklich besessen, sondern sie haben sich dafür verschuldet. Im Zuge des Neoliberalismus und Abbau von sozialen Leistungen hat man auch teilweise wiederum Schulden auf dieses Haus aufgenommen, um zum Beispiel Gesundheitskredite zu bezahlen, Bildungskredite und so weiter. Man hat sozusagen eine Art Privatisierung des Sozialen vorangetrieben und ehemalige Sozialleistungen über die Häuser und die steigenden Werte der Häuser finanziert. Man hat sozusagen sein Eigentum als Bankautomat benutzt. Und diese Häuserkredite wurden wiederum auf den internationalen Finanzmärkten gehandelt. Und das Ganze ist ja dann auch in der Finanzkrise 2015 gecrashed. Oder 2008, Entschuldigung. Also das waren so mal kurz die ersten Jahrzehnte der Finanzialisierung auf dem Wohnungsmarkt. Die Sache ist nur die, dass sich diese Finanzialisierung überall anders geäußert hat. Also Deutschland ist anders als die USA beispielsweise keine Eigentümernation, sondern eine Mietnation. Deutschland ist insofern besonders, weil hier über die Hälfte der Bevölkerung zur Miete wohnt. Das ist eine Ausnahme für einen OECD-Staat. Das hat viel damit zu tun, dass mit der Entwicklung zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg es halt erstmal hier 23 Millionen Obdachlose gegeben hat. Es haben 5,5 Millionen Wohnungen gefehlt. Gleichzeitig hatte das deutsche Kapital von Anfang an die Idee, eine starke Exportindustrie aufzubauen. Und man hatte Angst, wenn es jetzt keinen günstigen Wohnraum gibt, dass dann die Gewerkschaften ihre zurückhaltende Lohnpolitik aufgeben könnten und damit der Exporterfolg gefährdet ist. Deswegen musste man schnell günstigen Wohnraum schaffen. Das hat man mit zwei Instrumenten gemacht. Zum einen den sozialen Wohnungsbau. Man hat in wenigen Jahrzehnten Millionen von Wohnungen gebaut und gleichzeitig mit einem sehr, sehr harten Mietrecht, gegen den der Berliner Mietendeckel nicht so hart war, ehrlich gesagt, im Vergleich. Man hat nämlich gleich die Preise festgelegt, man hat die Wohnungen zugewiesen. Und dieses Modell ist auch in Deutschland mit den 70ern, mit dem Neoliberalismus in eine Krise gekommen. Der Sozialstaat, also der Bund, hat sich aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen. Ab dann ist die Zahl des sozialen Wohnungsbaus stetig bergab gegangen. Der soziale Wohnungsbau hat sowieso in Deutschland den Fehler, dass er nach 30 Jahren automatisch privatisiert wird. Und in den 90ern, mit Helmut Kohl, wurde dann auch noch der Finanzmarkt liberalisiert. Übrigens noch härter später von der rot-grünen Regierung. Es gab die Finanzmarktförderungsgesetze 1 bis 4. Gleichzeitig wollte man den Wohnungsbau auch privatisieren. Man hatte erst daran gedacht, das so zu machen wie in den USA, dass die Leute ihre eigene Wohnung kaufen. Soll ich ein bisschen kürzer mich fassen? Ja, ihre Wohnung kaufen, das geht natürlich schlecht in Deutschland, weil wenn man
sagt in der sozialen Wohnungsbau, okay, ich gehe jetzt zur Bank und kaufe meine Wohnung. Das wird in den wenigsten Fällen klappen. Oder beispielsweise, wir haben einfach keinen Subprime-Kreditmarkt. Man kann nicht wie in den USA sagen, ja, ich bin arbeitslos, ich würde jetzt gerne eine Eigentumswohnung kaufen, gebt ihr mir das Geld. In den USA ging das. Hier geht das eher nicht so gut wegen der, aufgrund der Bankenpolitik. Also hat man eigentlich zu einer Plan-B-Finanzialisierung gegriffen und hat den sozialen Wohnungsbau verkauft an große internationale Finanzinvestoren, an Private-Equity-Fonds. Gleichzeitig kam dann noch der historische Zufall dazu, die Wiedervereinigung, und plötzlich hatte der Staat über Nacht mehrere Millionen Ostimmobilien und konnte die natürlich verkaufen. Und das war natürlich ein hochprofitables Geschäft für die Finanzindustrie, weil es natürlich viel lohnender ist, wenn man am Stück 10.000 Wohnungen kaufen kann, anstatt nur 500 Wohnungen. Das ist natürlich ein Rationalisierungsvorteil. Um dieses Geschäftsmodell noch anzuheizen, hat dann die rot-grüne Regierung auf Private-Equity-Fonds und Hedgefonds die Steuern erlassen. Die zahlen bis heute übrigens keine Steuern im Immobiliensektor. Und die haben dann erstmal die Beschäftigten rausgeschmissen, die Reparaturkosten gespart, das heißt, die Wohnungen sind angefangen zu verschimmeln, zu vergammeln. Dann haben sie die Mieten erhöht und nach 5 Jahren haben sie das Ganze dann wieder verscherbelt. In der Regel haben sie es verkauft an der Börse, daraus ist dann die Vonovia entstanden. Oder die Deutsche Wohnen, die ja auch eine Private Equity Strategie der Deutschen Bank war, deswegen heißt sie auch Deutsche Wohnen. Genau, das war die zweite Phase, der Verkauf an der Börse. Das Ganze ging natürlich einher mit intensiver Lobbyarbeit der Immobilien- und Finanzwirtschaft. Die saß auch im Finanzministerium, hat einige Gesetze direkt geschrieben. Auch viele Politiker haben nach dieser Ära einen sehr lukrativen Job in der Finanzindustrie bekommen. Das Ganze habe ich hier, die einzelnen Gesetze und welche Lobbyverband was geschrieben hat, habe ich in meinen Büchern erwähnt. Das ist jetzt zu lang, das hier alles aufzuzählen, aber ich möchte den Punkt noch machen, zu sagen, das war ein politischer Wille und teilweise steht es wortwörtlich in den Koalitionsverträgen drin, dass man den Immobilienmarkt in Deutschland stärker an den internationalen Finanzmarkt koppeln wollte. Und ich habe die Stellen auch hier in den Büchern erwähnt. Und noch ganz kurz, um den Bogen zu dem Gemeinsamen zu spannen. Aufgrund dieser Ausnahme Deutschland, dass Deutschland diese Mietnation ist, haben wir es hier zu tun mit einer Finanzialisierung der Mieternation. Während jetzt zum Beispiel in Südeuropa, in zum Beispiel Spanien und so weiter, haben wir viel eher die amerikanische Finanzialisierung, dass dort die Leute Eigentum erworben haben über Schulden. Genau. Ja, vielen Dank, Philipp. Das war schon mal ein ganz guter Einstieg. Und wir erinnern uns nochmal. Du hast den internationalen Finanzmarkt erwähnt und 2008, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen, was dann in die Immobilien fließt. Und dieses Geld ist natürlich auf den internationalen Finanzmärkten in der ganzen Welt, Finanzmarkt-Modernisierungsgesetze auch in Deutschland, flüssig und kann zwischen den Ländern hin und her fließen, sodass es sich nicht nur um nationale Investoren, sondern auch um internationale Investoren, zum Teil anonyme Fonds handelt, wie zum Beispiel auch BlackRock, die Geld einsammeln, um dann in den verschiedensten Ländern, nicht nur in Europa, zu investieren. Und du hast schon gesagt, in Spanien sieht es anders aus und dazu wird jetzt der David einsteigen und die Sicht, welche Triebkräfte, Interessenlagen und ökonomische Zusammenhänge stecken dahinter, aus spanischer Sicht darstellen. David, vielen Dank, Philipp. Kann man mich hören? Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich kümmere mich jetzt sehr lange um die Geschichte in Spanien. Man kann sagen, dass Spanien ein Heimeignungsstaat ist. Das heißt, die Menschen kaufen eher. In den 1950ern hatte Spanien eine der niedrigsten Hauseignungsraten der Welt. 55% haben gemietet. Und später haben dann 95% gemietet. Und Francos Seda wollte sein Land transformieren. Er wollte
dass es ein Land mit Menschen mit einem tatsächlich eigenen Haus gibt, sondern keine Proleten, ehrlich gesagt. Und indem man den Leuten ihr Eigenheim gegeben hat, konnte man das Regime ein bisschen ändern. Und da hat das eben alles angefangen. Was kann ich denn noch so sagen? Natürlich kommen wir aus einem Land, wo es einen Bürgerkrieg gab, in dem sehr viele Häuser zerstört wurden, wo sehr viele vom Land in die Städte gezogen sind. Deswegen gab es viele Leute ohne Haus, ohne Heim. Viele Leute sind deswegen verzweifelt, leben in kleinen Hütten in den Slums. Und im Franco-Regime wurde davon ausgegangen, man muss Häuser bauen, die wir BPOs nennen, was offiziell geschütztes Heim, Eigenheim ist. Und das wird auch vor dem Markt geschützt. Und in diesen Entwicklungen, in diesen BPOs, gab es dann eben sehr viele Häuser, die von Franco gebaut wurden. Und diese Häuser wurden allerdings den Leuten, die sie am meisten brauchten, nicht gegeben. Die wurden trotzdem immer gekauft. Also man konnte die kaufen zu einem sehr günstigen Preis. Also das, was Franco da gemacht hat, hatte einen sehr großen Einfluss, was auch einen sehr großen wirtschaftlichen Faktor darstellt. In den 50ern und 60ern hat die Wohnungsindustrie auf jeden Fall einen Aufschwung gesehen, aber eigentlich kam sie nie so richtig ins Rollen. Ich versuche hier zu sagen, dass diese Häuser einen Einfluss hatten. Und in den 50ern und 60ern sind sehr viele Touristen nach Spanien gekommen. Deswegen wurde verstanden, dass je mehr Touristen kommen, desto mehr braucht man eine Industrie, mehr Infrastruktur, mehr Hotels und alle möglichen Unterkünfte. In der Wohnungsindustrie hatte man und die Tourismusindustrie. Deswegen musste man die irgendwie zusammenführen. Der Tourismus hat sich dann eben weiter und weiter ausgebreitet und entwickelt. Und da wurde dann ein Potenzial von lateinamerikanischen Käufern gesehen, die dann eben auch Häuser gekauft haben. Und da hat man dann nach kurzer Zeit den ersten großen Häuserboom gesehen. In 1970 bis 1983. Und das ist explodiert und in einer globalen Krise geendet. Und in 1975 hatten wir die erste Demokratie. In den 80ern hatten wir die Liberalisierung der Banksektoren. Deswegen haben wir die Bedingungen für den Häuserkauf ein bisschen erleichtert. Wenn man da also ein Haus kaufen wollte, hat man von vielen Banken einen Kredit bekommen oder eine Hypothek. Und deshalb wurde vom Land selbst eben vereinfacht, ein Haus zu kaufen durch Hypotheken, durch Kredite. 1985 bis 1992 hatten wir den zweiten Bauboom. Natürlich gab es da viel mehr Häuser wieder über das gesamte Land. Eine Sache ist sehr wichtig. Nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten Boom und auch im späteren hat das Land sehr viele Häuser gebaut. Viele Leute haben in Häuser investiert. Viele Leute haben auch ein zweites Haus gekauft. Aber es gab sehr viele Leute, die trotzdem immer noch kein Zuhause hatten. Und das muss man hervorheben, weil es ein Land gab, was mehr gebaut hat, als man braucht. Aber es gab trotzdem sehr viele Leute, die immer noch kein Zuhause hatten.
Und es gab einen Bericht, wo mehrere Millionen Menschen keine Heimat hatten. Deswegen springen wir jetzt ein Stück in der Geschichte nach vorne. Nach dem zweiten Bauboom. Wir waren in der Europäischen Union und 1997 bis 2008 gab es den dritten Bauboom, wo das Land auch von internationalen Banken Gelder erhalten hat. Und wir hatten natürlich jetzt nicht mehr gebaut, als wir brauchen, aber die Menge an Bauten hat ein sehr interessantes Level erreicht. Durch die Finanzkrise 2008 haben sehr viele Leute ihr Zuhause verloren. Wir haben leider keine richtigen Daten dazu, die das Ausmaß beschreibt. Aber wir haben herausgefunden, dass mehrere Millionen ihre Häuser verloren haben. Und 2012 ist hat die Regierung eine Vereinbarung mit verschiedenen Fonds gegründet, um Investitionen zu sichern, die durch die Krise waren ungefähr 3 bis 3,5 Millionen Häuser leer. Und diese Fonds sind dann in unser Land gekommen, haben erwartet zu investieren, was die Regierung mit ihnen ausgemacht hat, und ihnen quasi den roten Teppich ausgerollt. Für alle möglichen Vereinbarungen, alle möglichen Investitionen, auch um die im Vorstand zu sitzen beispielsweise. Es gab alle möglichen Veränderungen, die für diese Fonds positiv ausgelegt waren. Einige hatten dann danach hinterher keine Wahl mehr, ob man das Haus kaufen oder mieten kann, weil dieses Haus dann diesen Fonds gehört hatte. Und das ist, wo wir uns momentan befinden. Wir haben gerade eine riesige Krise. Die Fonds sind hier unsere Puppenzieher und ihnen gehören mehr als 50.000 Häuser bzw. Heime in Barcelona, Madrid, Valencia. Und die Mietpreise sind tatsächlich eher gestiegen, auch durch die Pandemie. Und hoffentlich können meine Freunde aus Madrid hier noch ein bisschen weiter dazu sagen. Wir sehen hier, wie Geschichte, Politik und Wirtschaft sich verknüpfen zu dem, was wir heute Wohnungskrise nennen. Und bevor ich jetzt nach Deutschland zurückkehre, mit Ingrid, würde ich gerne noch sehen und hören, wie die Situation in Frankreich sich entwickelt hat, wo hier die ökonomischen Triebkräfte sind und wie sie mit der Politik möglicherweise zusammenspielen. Marie, du hast das Wort. Okay. Okay. Kein Problem. Also die Situation in Frankreich betreffend der Wohnungen. Wir sind ein bisschen dazwischen. Etwa die Hälfte der Personen in Frankreich sind Eigentümer. Etwa 40% mieten. Und unter diesen Mietern kann man sagen, dass die Hälfte Sozialwohnungen mieten.
Ich möchte auch ein bisschen auf die Geschichte von sozialem Wohnungsbau in Frankreich eingehen. Die Sozialwohnungen haben begonnen in Frankreich im 19. Jahrhundert. Von Anfang an haben wir drei Kategorien dabei gehabt. Drei Arten von Bewohnern gab es in diesen Sozialwohnungen. Einmal gab es öffentliche Sozialwohnungen. Diese wurden gebaut von den Kommunen, von den Departements, von den Gebietskörperschaften. Außerdem gab es Sozialwohnungen, die von Firmenchefs gebaut wurden, um Arbeiter dort unterzubringen. Und drittens gab es eine weitere Kategorie, und zwar wohltätige Organisationen. Die Sozialwohnungen heute sind angegriffen. Der Staat engagiert sich nicht mehr so sehr und wendet sich ab vom sozialen Wohnungsbau. Die Sozialwohnungen wurden einst vom Staat finanziert. Bis vor einigen Jahren gab es da Hilfsleistungen, und zwar direkte, vom Staat, um diese Sozialwohnungen zu bauen. Heute finanziert der Staat das nicht mehr. Es gibt keine direkte Finanzierung mehr. Es gibt ja diese drei Kategorien von sozialen Wohnungsbau. Und diejenigen, die Firmenchefs gehören, die werden heute immer wichtiger. Das sind also soziale Wohnungen, die direkt von Firmenchefs in Frankreich gemanagt werden. Der soziale Wohnungsbau wird immer mehr vom Markt abhängig. In den 60er, 70er Jahren war das noch anders. Damals wurden für symbolische Werte ganze Gebäude verkauft. Heute findet der Verkauf statt zu Preisen wie auf dem normalen Wohnungsmarkt. Die Sozialwohnungen, die den Kommunen und Gebietskörperschaften gehören, sind immer mehr bedroht. Es gibt da verschiedene Gesetze, die dazu führen, dass die Situation in diesem Bereich immer schwieriger wird. Es gibt keine sicheren Normen mehr in diesem Bereich. Es gibt also immer weniger soziale Wohnungen. 2,2 Millionen Menschen brauchen soziale Wohnungen und warten darauf. Das ist die aktuelle Situation in Frankreich. 2,2 Millionen warten und nur 410 Wohnungen werden jährlich vergeben. Das ist also sehr schwierig. Außerdem leben 2,8 Millionen Menschen schlecht in Frankreich, in schlechten Bedingungen. Es gibt also sehr wenige soziale Wohnungen. Hinzu kommt, dass die Mieten steigen, und zwar auch im privaten Sektor. Auch Vertreibungen finden immer mehr statt. Immer mehr Mieter werden aus ihren Wohnungen herausgeschmissen. Die Gesundheitskrise verstärkt die schwierige Situation noch mehr. Die Vertreibung, die Zahl der Vertreibung hat sich verdreifacht in Frankreich. Die Spekulationen kommen auch noch hinzu und machen die Situation schwieriger.
die Hilfsleistungen vom Staat sind nicht ausreichend, um Mieter zu unterstützen. Die teure Miete hilft tatsächlich dem Staat, da der Staat dadurch mehr Steuern einnimmt. Profite aus hohen Mieten spielen in Frankreich eine wichtige Rolle. Die teuren Mieten sorgen dafür, dass der Privatsektor immer reicher wird und der Staat auch immer mehr profitiert. Das ist also ein heute auch sehr wichtiges Thema. Es wird viel spekuliert. Manche Wohnungen werden stehen heute leer. Und das, obwohl die Situation so schwierig ist. Also der Staat engagiert sich immer weniger, gleichzeitig profitiert er von Finanztransaktionen und von den hohen Mieten. Das ist also die aktuelle Situation. Merci, Mary. Das war sehr interessant. Und bevor ich jetzt gleich auf Eva was zum Thema Europa sagt, insgesamt nochmal, die Frage des Eigentums zieht sich wie ein roter Faden durch die Beiträge. Und deswegen würde ich die Ingrid jetzt bitten, aus Berlin zu sagen, warum sie genau diese Eigentumsfrage auch in ihrer Initiative so stark betont haben. Ingrid, wie ist die Situation in Berlin? Wie hat die Berliner Mieterbewegung sich mit der Finanzentwicklung und den Folgen auseinandergesetzt? Hallo? Also in Berlin, das hatte ich gestern auf dem Workshop schon dargelegt, haben wir nochmal eine ganz spezielle Situation. Philipp hatte ja vorhin darüber informiert, dass in Deutschland ungefähr 50% der Menschen zur Miete wohnen. In Berlin sind das 85. Und wir haben es in Berlin mit unserer Initiative vor allen Dingen damit zu tun, dass wir uns mit dem Interessengegensatz beschäftigen zwischen den Renditebestrebungen der großen Eigentümer, der großen Immobilienkonzerne, die in Berlin ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes besitzen. Das sind mindestens 240.000 Wohnungen, die diesen Konzernen gehören. Und wenn wir von den großen Eigentümern sprechen, dann meinen wir die, die ab 3.000 Wohnungen haben. Unser Hauptgegner ist die Deutsche Wohnen gewesen, die ja kürzlich von Vonovia aufgekauft wurde. Und die hatten in Berlin damals 115.000 Wohnungen. Der Interessengegensatz, also der uns interessiert, ist der zwischen Rendite und der Verdrängung der Mieter in einstmals preiswerten Wohngegenden, die qualitativ natürlich auch sehr vernachlässigt worden sind. Da wurde nicht investiert, weil es ja darum ging, Rendite für die Aktionäre zu erwirtschaften. Speziell im Osten der Stadt haben wir nochmal eine andere Situation, denn da können wir mittlerweile von 3 Enteignungen sprechen. Das Gros der Wohnungen im Osten war ja kommunal, gehörte der Stadt, war also, oder man kann auch sagen, es war Volkseigentum, und das wurde durch die Privatisierung schon zum ersten Mal enteignet. Die Mieter, die dann mehr Miete zahlen mussten, wurden quasi in ihren Löhnen enteignet dadurch, weil sie ja immer mehr Geld für die Miete aufbringen mussten. Und die dritte Enteignung, das ist die, die wir anstreben als Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, nämlich die der Konzerne. Warum haben wir von Enteignen gesprochen, wo wir doch im Grunde genommen die Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz meinen?
Weil 2018, als die Initiative angefangen hat zu arbeiten, sich wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen in diesem Land unter Vergesellschaftung etwas vorstellen konnten. Und unser Kalkül war so, Enteignung, das weiß jeder, wenn irgendwo ein Stück Autobahn gebaut werden soll oder eine Ortsumgehung und ein Bauer will sein Acker partout nicht hergeben, da wird nicht lange gefackelt, da wird er enteignet. Das geht aber nach Artikel 14 Grundgesetz. Artikel 15 ist der Vergesellschaftungsartikel und wir waren da so ein bisschen ungenau am Anfang, weil wir uns gesagt haben, wenn wir von Enteignung reden, das wird so eine Welle machen, das wird so viel Aufmerksamkeit uns bringen, das wird so in den Mittelpunkt des Interesses rücken, dass wir dann in einem zweiten Schritt erklären können, wir wollen vergesellschaften nach Artikel 15. Jetzt habe ich noch ein paar Zahlen hier vorn angebracht. Ich weiß nicht, ob man das da hinten noch lesen kann. Das sind Zahlen, die aus dem Geschäftsbericht der Vonovia von 2020 stammen. Wir haben nämlich zwischen 2010 und 2018 in Berlin eine extreme Verschärfung dieser Situation gehabt. Während die Netto-Medianlöhne von 2010 bis 2018 um ungefähr 230 Euro gestiegen sind, stieg die Miete bei Neuvermietungen, also die sogenannte Angebotsmiete, in einer durchschnittlichen Wohnung von ungefähr 440 Euro 2010. 810 Euro en 2018. Ja, gibt in ihrem Geschäftsbericht 2020 bekannt, dass pro Aktie eine Dividende von 1,69 Euro ausgezahlt wurde. Insgesamt verfügt die Vonovia über 575 Millionen Aktien. Die Summe aller Dividenden, ich sage jetzt mal nur 972 Millionen, die restlichen Zahlen stehen hier vorne am Board. Insgesamt hat die Vonovia in Deutschland 415.666 Wohnungen. Das heißt, dass pro Wohnung eine Dividende von 2.338,74 Euro ausgezahlt wurde. Wenn man das jetzt umrechnet, nämlich die Gesamtsumme der Dividende durch die Zahl der Wohnungen teilt, dann kommt man im Durchschnitt, das ist wirklich nur ein Durchschnitt, wenn die Wohnung größer ist, ist es natürlich mehr, wenn die Wohnung kleiner ist, ist es weniger. Aber im Schnitt kommt man auf 194,90 Euro, die automatisch von jeder Monatsmiete an die Aktionäre verteilt werden. Und wir stehen als Initiative auf dem Standpunkt, dass wenn diese Interessen der Aktionäre nicht mehr befriedigt werden müssen, weil die Wohnungen wieder Gemeineigentum werden, dann fallen schon mal automatisch knapp 200 Euro pro Wohnung im Durchschnitt jeden Monat weg, um dass man sofort die Miete senken könnte. So viel zur Situation in Berlin. Ja, vielen Dank, Ingrid. Vielen Dank, Ingrid. Das war sehr eindrucksvoll. Ich möchte noch mal erinnern, fast 1 Milliarde geht an die Aktionäre. Man musste sich vorstellen, wenn diese 1 Milliarde an den öffentlichen Eigentümer ginge und für die 1 Milliarde würden Wohnungen gebaut, wie die Probleme sozusagen schon gelöst werden könnten. Und was uns jetzt natürlich interessiert, das wird Eva beisteuern, die uns nochmal einen Blick über die jetzt nicht genannten Phänomene und die Erscheinungen im Europa darstellen wird. Eva, wir sind gespannt. Hello everyone. Hallo. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut, weil es sehr viel Information schon am Freitagmorgen gab. Aber ich freue mich, Sie alle zu sehen. Ich komme aus einem Organisationsnetzwerk aus Europa. Wir sind 34 Gruppen ungefähr, die im Feld arbeiten, die sich gegen Enteignungen und Vertreibungen einsetzen. Beispielsweise auch setzen wir uns für Mietsenkungen ein und
die Diskussionen, die wir jetzt hier hatten, sind genau die, die wir auch in unserem Netzwerk führen. Und unsere Gruppen kommen aus 20 verschiedenen Ländern. Wir haben gehört, dass es Vonovia gab oder Deutsche Wohnen, aber es gibt auch das Haussystem in Spanien. Aber wo ist denn da der Zusammenhang? Wir haben uns 2013 als erstes Mal getroffen. Wir haben über die Wohnungssituation in Europa gesprochen und wir wollten die Mechanismen dahinter verstehen. Deswegen haben wir mit Rosa-Luxemburg-Stiftung dieses Buch hier geschrieben, was man online auch kostenlos findet. Das ist die Finanzialisierung von Häusern. Und in diesem Buch wollen wir alle Realitäten dieser verschiedenen Regionen in Europa miteinander verbinden. Warum es so viele Vertreibungen in Spanien gibt, warum die Mieten in Berlin so hoch sind, warum soziale Wohnungen auch privatisiert werden, aber vielleicht auch die, warum die Hypothekschulden nicht ganz so hoch sind als in anderen Ländern. Da haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden, als wir das Banksystem analysiert haben. Und wie sehr nah die Wohnungslage und die Banklage tatsächlich miteinander verwoben sind. Und wie sehr alles miteinander zusammenhängt. Deswegen haben wir die Analyse versucht, mit Geschichtshintergrund. Und das, was wir herausgefunden haben, war die 2017er Krise in den USA. Es ist explodiert und es wurde zu einer Finanzkrise und es hat alle europäischen Banksysteme ebenfalls beeinflusst. Was passiert ist, ist, es gibt einige Regionen in Europa, die mit der Hypothekenkrise umgehen mussten. Spanien, Portugal, Griechenland und natürlich auch andere Länder. Und sie wurden entweder vertrieben, wurden bedroht, weil viele Hypotheken ausgestellt wurden an diese Leute, damit sie tatsächlich ein Haus bekamen. Die Leute waren dann natürlich sehr glücklich, Heimeigner zu sein, weil sie ein Haus wollten. Und das Günstigste, um an ein Haus zu kommen, war, eine Hypothek aufzunehmen. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil in Europa eine Idee von der Krise in 2008 war, dass die Leute selber für die Wohnungs- und Heimprobleme waren. Aber die, die dafür verantwortlich sind, haben in einem Land gelebt, wo es keine erschwingliche Wohnungslage gab. Also ist jetzt die Frage, wie die Banken diese ganzen Hypotheken ausstellen konnten in Spanien, in Portugal, in Griechenland, in diesen ganzen Ländern. Dann. Wie haben die Banken so viel Geld bekommen? Und wir haben herausgefunden, dass viele dieser Finanzierungen der Banken aus zentraleuropäischen Banken kommt. Wenn diese Banken aus dem Umfeld, also die Hypothekenkrise, der Hypothekenkrise bevorstanden, konnte das die gesamte europäische Ökonomie beeinflussen. Und die Europäische Zentralbank hat sich dann dazu entschieden, etwas zu ändern. Und die Europäische Zentralbank hat normalerweise nicht mit sowas zu tun, nicht mit Heimproblemen zu tun, sondern aber wenn es um Hypotheken geht, hat auch die Europäische Zentralbank indirekt etwas damit zu tun hat und indirekt auch einen Einfluss, weil dazu gezwungen wurde, dass die, wenn Heimeigner
faule Kredite nicht bezahlen konnten, dann wurden sie gezwungen, rauszugehen, nach 90 Tagen. Und das ist halt das, was in diesen ländlicheren oder umgebenden Regionen passiert. Und diese Probleme könnte man beheben, wo dort versuchen Fonds, Investments, damit sie ihr Kapital sichern können. Deswegen investieren sie in Land und in Häuser und Wohnungen. Und das ist sehr lukrativ natürlich, wie das Ingrid schon erklärt hat. Es gibt sehr viele Profite für Shareholder. Es gibt auch sehr viele Sachen, die ich noch sagen könnte, aber ich mache jetzt nur einen Punkt noch. Die Sicherung ist, wo ich drüber sprechen möchte. Man sieht also die Peripherie, man sieht die Zentralregion und eine Ausnahme ist Belgien. Es ist keine Mietnation, auch wenn es um Mietnationen rum oder zwischen Mietnationen steckt, sondern da gibt es sehr viele Häuser. Und das entsteht durch die Sicherung von Hypothekschulden. Das heißt, die Bank macht ein Paket und es werden dann zwei Fonds verkauft und das kreiert dann auch Profite. Es gibt natürlich noch viel mehr, was ich sagen könnte, aber das ist was für wann anders. Eva, wir haben jetzt, glaube ich, sehr genau gesehen, dass im Zentrum das die Frage des Eigentums, die Frage der Rendite, die Frage der Banken steht. Und wir sind zum Schluss zu dem Anfang zurückgekommen, den Philipp schon angesprochen hat, nämlich die Frage, dass das Kapital frei fließt. Denn das ist ja die Voraussetzung dafür, dass beispielsweise das, was Eva gerade geschildert hat, die Schulden weiter verkauft werden können, und zwar nicht nur in Belgien, sondern auf dem internationalen Kapitalmarkt können Anleger dann belgische Schulden kaufen und keiner weiß eigentlich mehr, wer ist der Gläubiger der jeweiligen Schulden. Damit haben wir jetzt unsere Runde zur wirtschaftlichen Seite zunächst abgeschlossen, aber wir haben schon gemerkt, diese Wirtschaft funktioniert nur, weil beispielsweise der Staat den Kapitalmarkt flüssig gemacht hat. Weil der Staat sein Eigentum anbietet als Ware auf dem Immobilienmarkt. Und deswegen möchte ich jetzt in die zweite Runde einsteigen. Und zwar, wie weit gehen denn die Möglichkeiten der Regierungen, umgekehrt positiv im Sinne der Mieterinnen und Mieter auf die Wohnungsfrage einzuwirken? Wo sind die Möglichkeiten und wo sind die Grenzen? Und welche staatliche Regulierung sollte denn erfolgen, aus der Sicht derjenigen, die sich hier auf dem Podium schon sehr genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Ich möchte dazu einsteigen, auch wieder mit Philipp. Und ihm wird dann folgen Laura und Lina, um dann aus spanischer Sicht diese Möglichkeiten der staatlichen Einwirkung zu beschreiben. Denn da müssten ja die Bewegungen den Druck drauf ausüben. Philipp. Ja, also ich würde sagen, dass die Kompetenzen des Staates unglaublich weit gehen könnten. Wenn man den politischen Willen hätte, etwas verändern zu wollen, dann könnte man sehr, sehr viel tun. Beispielsweise Derivate könnte man verbieten. So, die gab es noch gar nicht so lange in Deutschland so. Und an den Derivaten lässt sich auch ganz gut zeigen, dass alles mit allem zusammenhängt. Also beispielsweise hat Ingrid ja gesagt, wie viel Deutsche Wohnen verdient hat. So, obwohl sie so krasse Profite gemacht haben, wären sie übrigens im Jahr 2007 fast pleite gegangen. Ich meine, warum das? Ich meine, die haben so viel Gewinne gemacht auf dem deutschen Mietmarkt. Einfach, weil die auch ein Finanzkonzern sind und in Immobilienkredite in Krisenländern investiert waren. Zum Beispiel in Spanien oder in den USA. Da haben die nämlich die Häuserkredite gekauft. Also in der Finanzialisierung waren sie sozusagen auch eingebunden. So viel also zu den Derivaten, wo man was machen könnte. Dann Private Equity Fonds.
wieso muss es diese Fonds geben? Das Attraktive an Private Equity Fonds ist, dass sie nicht reguliert sind. Deswegen sind die so attraktiv so. Und deswegen treffen sich dort institutionelle Investoren oder sehr, sehr reiche Investoren, treffen sich privat und sagen, wir machen so eine Art Privatfonds ohne Regeln und gehen damit auf den internationalen Finanzmarkt. Warum muss man sowas erlauben? Und dann verstehe ich nicht, wenn das so eine Art Privatclub ist von Investoren, warum sagt man dann als deutscher Staat, ja, und ihr müsst nicht mal Steuern zahlen, im Gegensatz zu allen anderen Fonds. Also das ist schon ein bisschen, kann man einfach was tun. Dann kann man die Wohnungskonzerne, Vonovia, Deutsche Wohnen und wie sie alle heißen, die Adler, die haben ja insgesamt in Deutschland über 1 Million Wohnungen. Natürlich kann man die vergesellschaften. Also die Wohnungen, die hat alle vorher der Staat gebaut. Vonovia hat kaum Wohnungen bisher gebaut. Die Deutsche Wohnen hat in 10 Jahren in Berlin nicht eine einzige Wohnung gebaut. Das hat alles der Staat vorher finanziert mit sozialem Wohnungsbau. Das hat alles der Staat, das haben alles Steuerzahlerinnen finanziert. Da verstehe ich nicht, warum Finanzkonzerne jetzt abkassieren sollen. Dann kann man den sozialen Wohnungsbau mit viel Geld ausstatten. Und es kann mir niemand sagen, dass das nicht geht, wenn man nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von wenigen Jahren mehrere Millionen Wohnungen in Deutschland bauen konnte. Warum soll das jetzt bitte nicht gehen? So, das kann man natürlich tun. Warum man es damals gemacht hat, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, weil das wirtschaftliche Interesse da war, weil man es eigentlich, ich sag mal, eine indirekte Subvention fürs Industriekapital war. Und heute müsste man halt mehr Wert auf die Mieter, Mieterinnen legen und da müssen wir halt politischen Druck aufbauen. Das kann man machen. Man kann auch einen bundesweiten Mietendeckel machen oder man kann auch, was ja auch, wenn dann meistens heißt es ja dann, ja, ist das denn rechtlich möglich, ist das denn rechtlich nicht möglich? Also da verweise ich dann immer gerne auf das Mietrecht der 50er Jahre. Da hat man die Mietpreise festgelegt, Leerstand war verboten und der Vermieter durfte auch nicht entscheiden unbedingt, wer in seine Wohnung einzieht, sondern man hat das als Staat zugewiesen, wer welche Wohnung am dringendsten braucht. Also rechtlich ging da sehr viel und das unter Konrad Adenauer, also die CDU würde das wahrscheinlich heute als Sozialismus bezeichnen. Also und auch international würde ich sagen, geht sehr viel. Aber nochmal ganz kurz dazu ist auch, der Staat ist ja indirekt auch immer beteiligt. Auch wer zahlt denn am Ende die Profite für Vonovia und Deutsche Wohnen? Also in Deutschland gibt es zum Beispiel, also wir haben jetzt in Frankreich gehört, dass der Staat eigentlich ein bisschen mitkassiert an den steigenden Mieten durch die Steuern. In Deutschland ist es so, dass der Staat eigentlich teilweise sogar noch die Profite für die Deutsche Wohnen und die Vonovia bezahlt, beispielsweise mit dem Hartz-IV-Geschäftsmodell. Es läuft so, Vonovia als ein Konzern, der fast 500.000 Wohnungen besitzt, der hat halt ganz andere Möglichkeiten strategisch als, ich sag mal, der Durchschnittsspekulant, dem vielleicht so 10 Zinshäuser gehören. Vonovia kauft einfach mehr oder weniger ein gesamtes Cluster in einer Stadt wie Berlin, sagen wir mal ein halbes Viertel in, sagen wir mal, Kropiusstadt, dann steigere ich die Miete. Wenn die Miete steigt, dann steigt auch der Mietspiegel. Wenn der Mietspiegel steigt, dann steigt die Hartz-IV-Bemessungsgrundlage. Das heißt, das Amt zahlt immer mehr Geld für die Mieten von Hartz-IV-Empfängern. Die Hartz-IV-Empfänger haben davon aber gar nichts und das Geld fließt direkt zu den Finanzinvestoren und wird als Dividende ausgeschüttet. Das heißt, das Versprechen des Neoliberalismus war, der Staat macht eigentlich alles besser. Ich meine, der Markt macht alles besser und der Staat spart Geld. Und rausgekommen ist, der Staat zahlt eigentlich die Profite der Investoren. Und wenn wir schon bei dem Thema Staat sind und bei dem Ding, was kann eigentlich der Staat tun. Also ich finde, deswegen ist es eigentlich ein zusätzliches Argument für Vergesellschaftung, aber auch international. Also wir haben über BlackRock gesprochen. Also ich finde auch, dass man über solche Konzerne mal nachdenken könnte, ob man die nicht zerschlägt. Aber wer ist denn unterhalb? Also es wird ja immer gesagt, der Finanzmarkt, unglaublich kompliziert. Man weiß ja gar nicht, wer dahinter steckt, hinter diesen ganzen Fonds und so weiter. Aber im Endeffekt kann man sagen, es sind 5 große Player. Da gibt es zum einen BlackRock, dann gibt es den Staatsfonds von Norwegen, den Staatsfonds von Saudi-Arabien, den Staatsfonds von Singapur und den Staatsfonds von Katar. Also es fällt auf, wenn man mal BlackRock wegnimmt, dann sind das alles staatliche Akteure. So viel zu Neoliberalismus braucht, daran sieht man auch, dass der Neoliberalismus einfach den Staat braucht. Und natürlich
kann man hier staatlich intervenieren? Und wenn auch gesagt wird, die Private Equity Fonds, klar, das sind natürlich zum Teil internationale Akteure, aber in Deutschland gibt es 250 Private Equity Fonds mit Sitz in Deutschland, die auch bei den Immobilien mitmischen. Da kann ich die ja wohl regulieren, da kann ich mich ja nicht als Politiker, Politikerin immer rausreden mit, ja, das sind alles internationale Akteure, da kann ich ja nicht so viel regulieren. Und also die 250 Private Equity Fonds, die kann ich ja sehr wohl regulieren und auch der BVK, das ist übrigens der Lobbyverband in Deutschland, der Private Equity Industrie. Ich verstehe auch nicht, warum die im Finanzministerium ein- und ausgehen und hier teilweise auch Gesetze schreiben. Also die, auch die Idee mit der Privatisierung der Autobahnen, so, was ja vor kurzem war, das war auch wieder so eine Idee des BVKs. Also man kann sehr, sehr viel tun als Staat, wenn der staatliche Wille da ist. Und man kann das auf der deutschen Ebene machen, man kann das auf der europäischen Ebene, könnte man sehr viel machen. Es wurde ja auch schon über die EZB und so weiter gesprochen. Aber auch auf internationaler Ebene könnte man sehr, sehr viel tun, wenn der politische Wille da wäre. Ja, vielen Dank, Philipp. Und ich gebe gleich weiter. Die Frage des politischen Willens und die Möglichkeiten der Regierungen. Wie sehen unsere Freunde aus unsere Freundinnen, Entschuldigung, aus Spanien das? Limitado, teniendo en cuenta que actualmente en el 2022 no existe una política de vivienda en España. Lo que ha existido de manera implícita es una política inmobiliaria. Vale. El gobierno tiene un poder limitado debido a que no existe una política de vivienda. Vielen Dank, dass ich jetzt das Wort ergreifen darf. Also man muss erstmal verstehen, dass der Staat wenig Macht hat. Und 2022 gab es im Moment auch noch keine Politik, die in diesem Bereich agieren kann. Also eine Immobilienpolitik. Und der Staat, wie ich schon gesagt habe, hat eben in diesem Bereich wenig Macht. Okay. Yes. I'm going to do it in English, but thank you. So during all the process that während dieses gesamten Prozesses haben wir gesehen, dass die Regierung mit bestimmten Bereichen solidarer war als in anderen. Das haben meine Kollegen so auch schon gesagt. Und das hat Konsequenzen dazu gehabt, dass der spanische Staat jetzt wenig für das Wohnen generell tut. Wir haben wenig Sozialbau in Spanien. Und ich denke, eine der Maßnahmen, die Regierung ergreifen müsste, ist, dass wir diesen Markt regulieren müssten. Die Regierung hat diese Macht allerdings nicht. Denn, wie wir schon gesagt haben, gehören viele der sozialen Wohnungsbauten gewissen Gesellschaften. Die Regierung hat auch keine Daten zum Thema Wohnung und Wohnen. Es ist also spannend, jetzt zu sagen, dass Idealista eine Plattform, die in vielen Ländern existiert. Sie existiert in vielen Ländern, in denen Menschen nach einer Wohnung suchen. Und das ist ein privates Unternehmen. Die Regierung hat also keine Möglichkeit, dieses Wohnungsproblem zu verstehen. Dann gibt es noch all diese Verletzungen des Wohnungsrechts. Diese sind alle nach der Wohnungskrise geschehen. Diese Plattform, die ich erwähnt habe, hat einen Entwurf verabschiedet, der versucht, das Recht auf Wohnen in Spanien umzusetzen. Und das wird jetzt gleich von Laura nochmal erklärt. La propuesta de ley de los movimientos sociales es una legislación del derecho a la vivienda con un enfoque de derechos humanos. Hasta ahora en España ha habido políticas del mercado inmobiliario, pero nunca hemos tenido una ley del derecho a la vivienda. Also unser Vorschlag ist eine Legislation, die das Recht auf Wohnen bestimmt und das soll auch mit den Menschenrechten einhergehen. Und wir haben bis jetzt noch keine richtige Wohnungspolitik gehabt, aber wir wollen das jetzt eben ändern.
La propuesta que hemos hecho nosotras se construye sobre la base de una doble columna central, una doble columna vertebral, que es, constituida por dos conceptos. Uno es el derecho subjetivo a la vivienda, que es el derecho de todo ser humano que resida en España, por el hecho de respirar, de tener un lugar donde vivir, un lugar estable y seguro y definitivo donde vivir. Unser Vorschlag basiert auf zwei Säulen, also ein Konzept, das auf zwei Säulen basiert. Zum einen das subjektive Recht auf Wohnen, das heißt, dass jeder in Spanien, der lebt, dort lebt und auch atmet, ein Recht auf einen Wohnungsraum hat. Das bedeutet einen stabilen, sicheren und definitiven Wohnraum. Una ley que proteja este derecho de tal manera que una vez sea vulnerado, podamos acudir a las instituciones o al juzgado para que sea para denunciarlo y que sea restituido este derecho. Wir möchten, dass dieses Gesetz auch eine soziale Funktion hier hat und dann einmal, wenn es dann durchgesetzt wurde, auch an die Institutionen weitergegeben werden kann. La cuestión es, para que este derecho sea posible, entra en juego el segundo elemento de la ley, que es la función social de la propiedad privada. Y todos tenemos derecho a una casa, pero ¿dónde están las casas? Das bedeutet, dass dieses Recht auf der zweiten Säule basiert, das soziale Funktionsrecht auf Privateigentum. Das bedeutet, dass alle ein Recht auf einen Wohnraum haben, aber wo ist nun dieser Wohnraum? En la Constitución española existe el derecho a la propiedad privada, pero está definido con unos límites. Y aquí entra la función social de la vivienda. Las viviendas están construidas para habitar gente. Y ese es el límite de la propiedad. Podemos tener viviendas, podemos venderlas, comprarlas, alquilarlas, pero para darles el uso para el que fueron construidas. Y esto está en la Constitución, pero no está en la vida real, porque no se ha desarrollado una ley que lo proteja. Wir sind hier auf der Basis der Konstitution, das heißt, wir haben das Recht auf Wohnen. Es ist eine soziale Funktion. Wir können unsere Wohnräume vermieten, verkaufen oder sonst was mit ihnen machen, aber eigentlich der eigentliche Grund und Zweck dieser Wohnungen oder dieser Wohnräume wird noch nicht verfolgt. La ley que está tramitando el gobierno en el Congreso no tiene nada de esto y estos son los elementos esenciales que protegerían y garantizarían el derecho a la vivienda. Nosotras incluimos 5 elementos imprescindibles para que una ley sea efectiva. Dieses Gesetz ist im Kongress und das bedeutet aber, es ist noch nicht durchgesetzt worden und es ist aber essentiell hier, um auch diesen Grundgedanken einer Wohnung zu haben und wir haben hier eben 5 Grundelemente, um dieses Gesetz dann versuchen durchzusetzen. En primer lugar sería el enfoque de los derechos humanos, que la ley contemple los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Das erste wären die Menschenrechte, die eingehalten werden sollen. En segundo lugar sería un compromiso, una serie de compromisos. El primero sería de objetivos y de resultados. Das zweite ist ein Kompromiss von Zielen, die wir haben und Zielen, die auch eingehalten werden sollen. Por ley, un compromiso de presupuesto, porque una ley de vivienda entendemos que va a ser muy cara. Das bedeutet aber auch, dass drittens es auch richtig gehaushaltet werden muss. Das heißt, das ist hier der dritte Punkt. El siguiente punto sería un compromiso, una obligación de evaluación y de seguimiento para tener también información, que es la carencia que comentaba mi compañera. Das dritte ist, dass hier auch eine Überwachung durchgeführt werden muss, das diesen Wohnungsmarkt auch beinhaltet. Y por último, un sistema de control y de penalización para aquellos agentes o aquellos actores sociales que incumplan con esta ley.
Der letzte Punkt wäre ein Kontrollorgan und aber auch ein Straforgan, was hier auch weiter Regulierungsmaßnahmen durchführen kann. Y estos serían los elementos esenciales que nosotros defendemos. Muchas gracias. Das wären die essentiellen Elemente, um hier dieses Recht durchzusetzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Laura. Das waren ja schon sehr konkrete Regelungsvorschläge, die bis ins Detail gehen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben in der ersten Runde von Marie schon gehört, dass der Staat eine wesentliche Rolle auch im Wohnungswesen spielt. Wo seht ihr in Frankreich die Möglichkeiten der Regierung, auf die Wohnungsfrage einzuwirken? Wie sollte staatliche Regulierung aussehen? Marie. Was das Recht angeht und das Recht auf Wohnen. Nun, in Frankreich haben wir verschiedene Gesetze. Gesetze, die Mieter schützen sollen. Verschiedene Gesetze, und auf die möchte ich noch einmal genauer eingehen. So, ich möchte einmal erklären, wie diese Gesetze zustande kamen. Ich möchte drei Beispiele nennen. Zunächst einmal das Recht auf Erwerb. Das ist, steht in Verbindung zum Gesetz gegen Spekulation. Nach dem Zweiten Weltkrieg standen viele Häuser leer. Viele Menschen hatten ihre Häuser verloren. Es gab das Beschlagnahmungsgesetz, das von dem damaligen Parlament angenommen wurde. Laut diesem Gesetz konnte der Staat Häuser beschlagnahmen, die leer standen. Der Staat konnte so sicher gehen, dass die leerstehenden Häuser genutzt werden konnten. Das war also dieses erste Gesetz. Nun kommen wir zum nächsten. All das geschah nach dem Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit der Resistance und den ganzen Bewegungen der Zeit. Zweitens ein Gesetz, das sich um Vertreibung von Mietern im Winter dreht. Zwischen dem 1. November und dem 31. März dürfen Mieter nicht aus ihrer Wohnung vertrieben werden. Dieses Gesetz gibt es seit 1954, das war ein sehr kalter Winter. L'appel de l'abbé Pierre. Qui est passé à la radio et qui a appelé à un gros mouvement de solidarité avec les sans-abri parce que des familles étaient mortes de froid. Donc ça, c'est la deuxième loi, la trêve hivernale. La troisième, c'est la loi pour le droit au logement opposable. Celle-là est beaucoup plus récente. Celle-là... c'est suite aux actions, aux mobilisations du DAL et d'autres organisations. Verschiedene Organisationen haben sich 2007 dafür eingesetzt. Laut diesem Gesetz kann man sein Recht auf Wohnung einklagen. In verschiedenen schwierigen Situationen, etwa wenn man auf der Straße ist, wenn man sehr schlecht wohnt, dann muss der Staat innerhalb von 6 Monaten eine Wohnung liefern. Ich nenne diese drei Gesetze. Ich werde hier Nicole Rhin zitieren. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Das ist eine Anwältin, die leider vor kurzem verstorben ist. Eine sehr wichtige Anwältin, auch eine Aktivistin.
habe gelesen, dass sie gesagt hat, also es gibt einen Zusammenhang zwischen einem Recht auf Wohnen und der Umsetzung, und dafür braucht es soziale Bewegung. Das ist sehr interessant, denn von diesen drei Gesetzen, die ich genannt habe, wird nur das zweite tatsächlich angewandt, nämlich das Wintergesetz. Tatsächlich wurde es um 2 Wochen verlängert. Also man kann 2 Wochen weniger aus der Wohnung vertrieben werden. Das war schon mal ein Erfolg. Das Gesetz zur Beschlagnahmung von Wohnungen wird nicht wirklich angewendet. Es wurde in der Vergangenheit angewendet, aber das ist immer noch etwas, für das wir heute kämpfen. Das Gesetz für einklagbares Recht auf Wohnung wird nicht überall angewandt. Wir setzen uns immer noch dafür ein, dass dies wirklich angewandt wird, unter anderem auch diesen Winter wieder. Wir haben uns in Paris versammelt, um dafür zu protestieren. Wir haben da tatsächlich Erfolge erzielen können. Verschiedene Familien, die ohne Wohnung waren, haben so Wohnungen erhalten. Man muss sich also dafür einsetzen, gute Gesetze zu bekommen und dass diese Gesetze dann auch wirklich angewendet werden. Wir können hier jeder bei uns kämpfen, aber auch zusammen kämpfen, so wie wir das, auch tun. Es gibt zum Beispiel den Housing Action Day am 1. April. Vielen Dank, Marie. Wir sehen schon aus den Beiträgen, diese Frage staatlichen Handelns bezieht sich zum Teil nur auf den Schutz vor den Folgen dieses Systems und zum anderen Teil durchaus auf die Frage, wie können wir das System in eine bestimmte Richtung qualitativ verändern. Und jetzt bin ich gespannt, welche anderen Aspekte wir aus Europa von Eva noch zu diesem Thema hören, die ja noch einen größeren weiteren Überblick über die Frage hat, was kann vom Staat gefordert werden in der Wohnungsfrage. Eva. Okay. Alors, au niveau européen, il est un peu différent. Die Perspektiven, die wir haben, zeigen uns, dass wir sehr viele verschiedene Akteure haben, auch öffentliche Akteure. Ich habe schon über die Zentralbank gesprochen. Und ich kann auch über die generellen, über die allgemeinen vertretenen Institutionen sprechen, die hier aktiv sind. Denn es gibt viele Entscheidungen, die zum Thema Wohnen auf höherer Ebene getroffen wurden. Eines der Beispiele, das ich hier geben kann, ist nach der Krise. Die Krise, die wir 2008 erlebt haben. Wir haben viele Länder gesehen, die in einer Austeritätsphase gelebt haben, die diese Maßnahmen auch ertragen mussten, die ihnen auferlegt wurden. Und viele dieser Maßnahmen hatten direkt mit dem Thema Wohnen zu tun. Unter anderem, dass faule Kredite weiterverkauft wurden, was dazu geführt hat, dass Menschen aus ihren Häusern ausgestoßen wurden, dass es Zwangsräumungen gab. Aber es gab auch Änderungen in nationalen Gesetzen. Es gab zum Beispiel ein Gesetz, das das Erstheim schützt. Und wenn man diese verschiedenen Maßnahmen anschaut, dann sieht man, dass dieses Schutzgesetz auch geändert wurde. Die Menschen, die
nicht in der Lage waren, ihren Kredit, ihre Hypothek abzubezahlen, die konnten auch ihr erstes Haus verlieren, ihren Erstwohnsitz. Und das bedeutet nicht, dass es, also das Erstheim, das ist jetzt nicht das Haus der Großeltern, sondern es ist der Erstwohnsitz, wo sie leben. Diese Gesetze wurden teilweise geändert. Und wir haben gesehen, dass manche Länder der EU, wie Griechenland, wie Rumänien, wie auch viele andere Länder, die eben nicht Deutschland oder Frankreich sind, in diesen Ländern wurde Druck ausgeübt auf diese Länder. Und der Druck kam von den europäischen Institutionen. Dieser Druck ist spürbar angewandt auf die lokalen Gesetze. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Griechenland keine Zuständigkeit hat oder nicht auch mit Verantwortung trägt daran, dass diese Gesetze aufgehoben wurden. Aber es gibt viele Akteure auf vielen verschiedenen Leveln, die hier Entscheidungen treffen, die dann wieder auf das Recht zu wohnen Einfluss nehmen. Was ist also passiert? Was möchte diese europäische Vereinigung tun mit all den verschiedenen Bewegungen, die sich mit dem Thema Wohnen beschäftigen? Als erstes möchten sie sich zusammentun, um diese Schutzmaßnahmen voranzubringen, damit diese Gesetze zum Schutz des Erstwohnsitzes überall angewandt werden können. Marie hat uns zum Beispiel über gesagt, hat uns über diese Winterregelung informiert, dieses Abkommen, dass man im Winter nicht, dass im Winter keine Zwangsräumungen erfolgen können. Dieses Gesetz existiert nicht in allen Ländern. Wir wollten also, oder wir versuchen, Dinge, die in manchen Ländern existieren, auch in andere Länder zu bringen. Aber was wir teilweise auch gerne machen würden, ist, die europäischen Institutionen generell ein bisschen unter Druck setzen, sie weiterbringen. Wir möchten sie alle dazu bringen, dass sie in diesem Thema vorsichtiger vorgehen. Ein weiteres Beispiel. Während der Pandemie haben wir gesehen, dass Zwangsräumungen gestoppt werden können. Und wir haben gesehen, dass die Banken trotzdem nicht kollabieren. Warum sollte man Zwangsräumungen also nicht generell unterlassen? Warum haben wir einen Virus gebraucht, um uns zu zeigen, dass Wohnungsknappheit ein Problem ist? Wir wundern uns also, warum manche Dinge nicht geschehen, warum dieses Gesetz, das Zwangsräumungen unterbindet, nicht behalten wurde. Und wir haben ein bisschen von Berlin gehört und werden vielleicht auch noch mehr Details bekommen. Aber wir haben gesehen, wie die Menschen in Berlin ein Referendum verabschiedet haben, wo es um einen Mietendeckel ging, was dann aber wieder verhindert wurde, weil es das Privateigentum beeinflusst hätte und weil es das Recht nicht gibt, in Privateigentum einzugreifen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn auf nationalem Level nicht mit Privateigentum umgegangen werden kann, kann es dann auf europäischem Level geschehen, dass Privateigentum limitiert sein muss, wenn dieses Thema so sehr mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Es gibt auch andere Maßnahmen, die von den EU-Institutionen unternommen werden könnten. Es gibt viel, was sie tun könnten, um auch die Aktivitäten der Banken zu limitieren. Was ich versuche hier zu sagen und was Philipp auch schon auf eine Art und Weise angesprochen hat, ist noch eine weitere Tatsache. Es gibt immer Akteure. Und es gibt immer Akteure, die auch Verantwortung tragen. Diese Akteure, die verantwortlich sind, müssen gar keine Steuern zahlen. Und irgendwie gibt es auch gar nicht viele Gesetze und Regeln, die sie einhalten müssen. Und wir möchten, dass die nationalen Regierungen und auch auf EU-Level hier strenger vorgegangen wird, dass es strengere Regeln gibt, die diese Privatfonds, Private Equity Fonds betreffen. Vor allem, wenn es um das Thema Wohnen geht, um das Recht auf Wohnung. Ich möchte auch über diesen EU-Plan sprechen, die
Nächste Generation EU, Next Generation EU. Dieser Plan, so viel Geld, was so kurzfristig herausgegeben wurde. Die EU hat vielen Ländern viel Geld gegeben, damit sie nach der jetzigen Krise auch mit den Konsequenzen der Pandemie umgehen könnten. Und dieser Next Generation Plan kam jetzt. Dann kommt die Frage auf, warum haben wir kein Geld für sozialen Wohnungsbau? Und ich denke, das ist etwas, was wir hier auch fragen könnten. Wir könnten auch DAF um Unterstützung bitten von Seiten der EU, dass sie in diesen Bereich mehr investieren, dass sie die lokalen Autoritäten und die Regierung insgesamt dazu bringen, sich mehr zum Thema sozialen Wohnungsbau einzusetzen. Ja, vielen Dank, Eva. Das war nochmal ein ganz wichtiger Überblick, glaube ich. Wir haben gesehen, wir haben verschiedene Frontlinien, nämlich den direkten Schutz der Mieterinnen und Mieter gegen Vertreibung. Wir haben gesehen den Schutz gegen Erhöhung der Mieten. Wir haben gesehen die Frage der Regulierung, Mietwohnungen zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Aber was eben ganz auch wichtig ist, was wir uns oft nicht trauen in der Diskussion, weil es so weit weg ist, nämlich auf europäischer Ebene genau das einzufordern, was dort nicht getan wird, nämlich sozial zu regulieren und nicht nur im Sinne des Neoliberalismus. Und ich glaube, diese Ermutigung, mit in die Bewegungen hineinzunehmen, ist eine ganz wichtige Sache. Und wir haben auch gesehen, die Regulierung darf sich nicht beschränken nur auf den Schutz der Mieter, selbstverständlich. Das ist unverzichtbar, dieser Kampf zum Schutz der Mieter. Aber wenn sich die Kämpfe nicht auch richten gegen eine Änderung des Systems, gegen eine Änderung der Regulierung, dann laufen wir immer hinterher, die Trostpflaster oder die Krankheiten zu heilen und zu behandeln, die das System schafft. Aber wir haben auch am System Ansatzmöglichkeiten, wie Eva deutlich gezeigt hat, in der Frage der staatlichen Regulierung. Wir dürfen die staatlichen Institutionen nicht aus der Verantwortung entlassen, heißt andererseits mindestens so viel Druck zu entwickeln wie in Berlin. Und wir haben auch gesehen, dass das natürlich noch nicht reicht. Das ist natürlich eine Überleitung zu unserem Workshop heute Nachmittag, nämlich welche Strategien können Bewegungen entsprechend entwickeln, um hier tatsächlich auf den verschiedenen Ebenen, der kommunalen Ebene, der nationalen Ebene und der europäischen Ebene, Druck auszuüben. Dazu müssten die Kräfte gebündelt werden. Jetzt möchte ich aber die letzten 25 Minuten bzw. 15 Minuten nutzen, damit auch noch Fragen gestellt werden könnten. Und ich bitte auch tatsächlich darum, die Frage präzise zu stellen und nicht durch eine sehr lange Einführung zu einem Beitrag auszuweiten. Ich weiß, jeder hat jetzt so viele Anregungen bekommen, dass jeder wahrscheinlich ganz viel zu sagen hätte, auch aus seiner Sicht. Wenn wir aber sozusagen profitieren wollen von euren Fragen und von den Antworten, müssen wir uns konzentrieren. Wer eine Frage stellen möchte, muss zu einem Mikrofon deshalb gehen, weil das ja übersetzt werden muss. Ich eröffne damit jetzt die Fragerunde. Ich werde erstmal drei Fragen sammeln, die wir dann beantworten. Und dann kommen die nächsten drei Fragen dran, die gestellt und beantwortet werden. Wer traut sich, das Eis zu brechen? Nein, kann man nicht. Bitte schön. Der erste Mutige ist da. Ich hätte eine Frage an Frau Hoffmann. Sie hatten ja diese 194 Euro erwähnt, die... Bitte die Fragesteller, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die Fragesteller bitte langsam sprechen, wegen der Übersetzung, die erforderlich ist. Dankeschön. Was würden Sie sagen, wie viel bleibt von diesen 194 Euro noch übrig, nachdem man den Sanierungsstau, der ja durchaus auch zu vermuten ist bei privaten Unternehmen, aufgeholt hat? Also wie viel davon wird tatsächlich nachher an die MieterInnen weitergegeben? Ja, wir sammeln erst drei Fragen. Ja, bitte. Ja, ich hatte ja gestern schon mal die Frage gestellt zu Grund und Boden. Da ist heute nichts gekommen. Stelle ich die nochmal. Welche Frage war das? Ja, ich denke, die ganze Hausfrage hat ja viel mit dem Grund und Boden zu tun, wie das bewertet wird und wie da der Zugang ist. Zum Erwerb von Grund und Boden.
Ja, gut, danke schön. Bitte noch eine Frage, dann gehen wir in die Antwortrunde. I will speak in English. Ich werde Deutsch sprechen. Ich versuche, mich kurz zu fassen, aber in Norwegen haben wir sehr ähnliche Probleme, weil viele Menschen ihre Häuser eigentlich besitzen. Aber jetzt wird es so teuer, dass die meisten sich das nicht mehr leisten können. Und die Regierung hat in Oslo ein neues Projekt angestoßen. Die Behörden vor Ort haben angefangen, selber Häuser und Wohnungen zu kaufen und sie dann zu Marktpreisen zu vermieten. Und nachdem man sie für eine Weile gemietet hat, gehört einem das Haus. Wenn man es aber verkauft, muss man es an die Regierung zurückverkaufen. Okay, was ist die Frage? Ist das etwas, was in anderen Gegenden auch benutzt werden könnte und nicht nur in Oslo? Dankeschön. Ich glaube, wir fangen mit Berlin an. Ingrid, das war die erste Frage. Wie viel bleibt noch übrig für den Sanierungsstau von den Profiten? Ja, also von den 194 Euro bleibt natürlich nichts übrig, weil die im Durchschnitt, wenn jemand eine große Wohnung hat, ist es mehr. Wenn jemand nur 50 Quadratmeter hat, ist es etwas weniger. Und die sind ja weg, weil die kriegen die Aktionäre. Und die Zahl ist in der Miete enthalten, aber das wissen die meisten Mieter nicht. Man muss da die Geschäftsberichte lesen, der Wohnungsunternehmen, und muss dann anfangen zu rechnen. Wie viele Wohnungen haben sie, wie viel Dividende haben sie ausgezahlt? Und dann teilt man durch die Zahl der Wohnungen und dann kommt man auf diesen Betrag. Sanierungsstau hatten Sie angesprochen. Ja, das ist ja halt das Problem. Die sanieren ja nicht. Ich wohne selber bei einer dieser Firmen und bei uns ist jetzt wieder gerade mal 4 Wochen der Fahrstuhl kaputt. Oder im Winter ist halt, wenn es kalt ist, 3 Wochen keine Heizung. Das könnte man ja beheben, indem man da was Ordentliches einbaut. Aber genau damit wird ja auch die Dividende erwirtschaftet, indem die Kosten für Instandsetzung möglichst niedrig gehalten werden. Und dann, wenn die Wohnungen, die Häuser richtig runtergewirtschaftet sind, dann macht man Modernisierung. Da können ja 8% davon auf die Mieter umgelegt werden. Früher waren es sogar 11. Und was da an Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen ist, das ist auch ein großes Problem für die Mieter, weil das oftmals Luxusmodernisierung ist. Und die Mieter kämpfen dann dagegen, dass halt nicht goldene Türklinken eingebaut werden, sage ich jetzt mal als Stichwort. Also besonders hochwertige Fliesen und Balkone angebaut. Da haben wir sehr viele Fälle in Berlin, wo ganz kleine, enge Innenhöfe sind. Und da sollen dann noch Balkone hingebaut werden, damit man sich mit dem Nachbarn von gegenüber die Hand reichen kann, von einem Balkon zum anderen. Also das ist völlig klar, dass das Ziel dieser Wohnungskonzerne nicht darin besteht, den Mietern was Gutes zu tun und sich um die zu kümmern, sondern einfach die Aktionäre zu bedienen. Das ist ihre Aufgabe, das ist eine Aktiengesellschaft. Und damit vielen Dank, Ingrid. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, nämlich die Frage des Eigentums an Grund und Boden. Philipp. Ja, dazu sage ich gleich was. Ich wollte auch noch was dazu sagen zu der Sanierungsfrage. Es hängt ja ganz stark auch vom Kaufpreis ab. Und das Problem ist auch bei der Finanzialisierung, dass die Kaufpreise ja immer teurer werden durch die Spekulation. Und die Kosten muss ich ja im Kredit auch noch abbezahlen. Aber natürlich ist eine Vergesellschaftung unterhalb des Marktpreises eröffnet natürlich noch neue finanzielle Spielräume zu sanieren und trotzdem die Miete zu senken. Und dass sowas möglich ist, sieht man auch zum Beispiel in Wien, da wo ich hierher komme. Da ist es ja so, dass 70% gehört ja der Stadt. Der Staat, also die Stadt Wien, besitzt die Wohnungen. Und hier wurden ja teilweise, gibt es dort Zeiträume, wo mehrere Jahrzehnte lang gar nicht die Miete erhöht worden ist. Und trotzdem wurde die ganze Zeit saniert und modernisiert. Das war kein Problem. Das hat sich sozusagen selbst getragen. Und man hat jetzt in Wien auch noch das Luxusproblem, dass man gedacht hat, jetzt muss man auch mal bauen wieder in Wien, hat ein neues Stadtteil gebaut und hat dann festgestellt, in Wien hat man jetzt zu viele Wohnungen gebaut. Man hat mehr Wohnungen gebaut, als der Bedarf da ist. Also es ist wirklich, wenn man das mit Berlin vergleicht,
ein Luxusproblem. Und zur Bodenfrage, das ist natürlich das gleiche Problem eigentlich wie auf dem Mietmarkt. Es gibt mittlerweile auch eine Bodenspekulation und gerade in großen Metropolen, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und so weiter, gibt es findige Investoren, die in guten Lagen Baugrundstück kaufen, sagen, ja, ich werde bauen und bauen dann nicht und spekulieren darauf, dass es immer weiter im Preis steigt und es wird nie dort gebaut. Und hier gibt es Überlegungen, dass man das zum Beispiel in die Richtung ändern kann, dass man die zwingt zu bauen, dass man zum Beispiel ein Gesetz macht und sagt, es muss jetzt hier innerhalb in einem, zwei Jahren gebaut werden oder es gibt einen Zwangsverkauf oder es gibt sozusagen die Enteignung, weil das ist ja geregelt in der deutschen Verfassung. Es ist ja nicht nur die Enteignung von Wohnraum, steht ja dort, sondern auch von Grund und Boden, wenn es nicht, und Eigentum verpflichtet ja zur Allgemeinheit, von daher hätte man hier rechtliche Hebel und man könnte hier ein Gesetz schreiben, das eben dieses Problem behebt und sagt, wenn ihr nicht auf dem Grundstück, das ausgewiesen ist als Baugrundstück, wo ihr gesagt habt, dass ihr baut, wenn ihr nicht baut, dann werden wir es euch wegnehmen. Das wäre eine Möglichkeit oder es gibt halt einen Zwangsverkauf. Ja, vielen Dank. Ja, um die Stadt Wien, ja. Also das eine war das Grund und Boden. Entschuldigung, ich habe zwei. Die Frage war, ich muss die Frage wiederholen, weil das ist nicht verständlich für alle. Die Frage war, es handelt sich ja hier um die Stadt Wien. Was habe das mit der deutschen Verfassung zu tun? Das war die Fragestellung. Okay, also ich habe zwei Fragen beantwortet. Das eine waren die Sanierungskosten. Und hier habe ich über die Stadt Wien gesprochen und über Enteignungskosten und dass es eigentlich immer günstiger ist, wenn die Wohnungen innerhalb, also vom Staat verwaltet werden. Das habe ich sozusagen als Beispiel zitiert. Und der zweite Komplex war die zweite Frage, was ist mit den Bodenspekulationen in Deutschland? Und hier habe ich auf die deutsche Verfassung verwiesen und gesagt, man könnte Gesetze schreiben, um Boden zu enteignen, um gegen die Bodenspekulationen in Deutschland vorzugehen. Ja, vielen Dank, Philipp. Marie, du wolltest ebenfalls noch eine Antwort oder zwei Antworten geben? Oui. Genau. Es geht um die Frage von Grund und Boden. Wir haben geschaut, wieso die Preise so angestiegen sind, warum die Preise des Baus auch so angestiegen sind. Da gibt es vor allem zwei Faktoren. Zunächst einmal ist der Preis für den Grund und Boden so gestiegen und dann auch noch die Gewinnmarge der Aktionäre. So lässt sich erklären, warum das alles so teuer geworden ist. Was den Grund und Boden angeht, wollen wir, dass Grund und Boden vergesellschaftet wird? In Frankreich ist das Eigentumsrecht ziemlich heilig. Also ist das noch kein Thema, das wir wirklich angehen können. Wir kämpfen aber weiter. Das Recht auf Wohnen, darum kümmern wir uns aber zunächst einmal. Hat hier Vorrang. Aber noch einmal zur Frage rund um Grund und Boden. Ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Jedes Jahr findet in Cannes, im Süden von Frankreich, ein großer Markt statt. Ein Markt von Immobilienhändlern. Markt, auf dem Akteure des Immobilienmarkts zusammenkommen. Das ist ein großes Forum, wo auch die Gebietskörperschaften hinkommen. All die großen Akteure, all die großen Geier des Immobilienmarktes sind dort. Sie verhandeln dort über die großen Projekte, die stattfinden in Europa, eigentlich überall auf der Welt. Auf diesem Markt
wird entschieden, welche Länder auch in Afrika verkauft werden. Wir kommen langsam zum Ende und hören jetzt noch zwei Fragen und darauf die Antworten. Und dann versuche ich, vielleicht etwas zum Mitnehmen zusammenzufassen, wenn das nicht schon mittlerweile vorher gelungen ist. Joanna, bitte. Bonjour, je parlerai en français. Ich werde Französisch sprechen. Welchen Einfluss hat das ganze Schwarzgeld, das in Spanien ankommt, auch durch Drogenhandel und so weiter? Welchen Einfluss hat dieses Geld auf den Immobilienmarkt? In Europa gibt man noch Visa aus an die, die investieren und die Häuser kaufen zum höchsten Preis. Wenn, vor allem, wenn der Preis 50.000 Euro übersteigt. Dann kommen. Bitte? Ja, da ist schon jemand. I'll speak in English. Ich werde jetzt Englisch sprechen. Meine Frage ist, ich interessiere mich für die Zusammenhänge zwischen dem Wohnungsmarkt und der Klimakrise. Und ich frage mich, ob es in Europa Erfolge bei Isolationskämpfen beispielsweise gibt oder Kämpfe dafür und was man so lernen kann. Vielleicht Eva kann dazu irgendwas sagen. Vielen Dank. Eine letzte Frage. Ich würde gern etwas über unseren spanischen Kollegen sagen, beziehungsweise ihn etwas fragen. Welche Rolle trägt denn die Institution? Und ich denke, das ist sehr interessant. Ist das in Ordnung? Wenn es möglich ist. Wir beginnen mit der Antwort. Ich glaube, wir fangen einfach mit der letzten Frage an. Wer möchte aus Spanien dazu antworten? David? Ja, vielleicht kann mir Laura helfen. Ich werde es zusammenfassen, weil es ziemlich komplex ist. Also, 2012 gab es Druck auf den spanischen Staat, sodass die Banken sehr viele bezahlte Schulden hatten. Das europäische Gesetz hat dann gesagt, man muss da etwas zu machen. Man muss diese Eigentümer verkaufen. Das heißt, Spanien hat dann diesen Regierungsorganismus kreiert, der teils durch Investoren finanziert wird, die 5 größten Banken in Spanien, und teils der Regierung, der spanischen Regierung. Es waren 55% Banken und 45% Regierung. Eine Sache, die wir nicht darüber wissen, ist, es gab sehr viel Eigentum, es gab sehr viel Land und man weiß nicht so genau, wie viel. Man redet über Tausende und Tausende Eigentumsgegenstände durch die gesamte spanische Population. Diese wurden dann verkauft, und zwar zu diesen Ultrafonds. Das heißt, es kamen sehr viele verschiedene Fonds, haben die gekauft. Und bis zum heutigen Tag weiß man nicht, wie viel davon verkauft wurde, wie viel davon geblieben ist. Und das Europäische Parlament kam dann zurück und hat gesagt, obwohl dieser Organismus kreiert wurde durch private Unternehmen und auch öffentliche Institutionen, das gesamte Land muss trotzdem die Schuld bezahlen.
Also das, was teilweise von privaten Institutionen kam, muss trotzdem von allen bezahlt werden. Und noch eine Anmerkung. Zu 2012 ist dieses Unternehmen gegründet und danach ist es außer Kraft getreten und man weiß auch nicht, wie viel davon verkauft wurde, wie viel zurückverkauft werden muss. Es gibt viele Fragen, die noch offen bleiben und vielleicht kann da Laura noch was zu sagen. De quedarnos con un parque de vivienda público enorme que le hemos pagado entre todos los españoles y ahora no tenemos las viviendas y tenemos la deuda. Also wir haben leider die Chance verloren, ganz viele öffentliche Wohnungsräume zu bekommen und jetzt haben wir leider keinen Wohnungsraum, aber dafür einen Haufen Schulden. Okay. Danke. Eva, du wolltest auf die Frage von Joanna und auch die Frage zum Thema Umwelt und Wohnen eingehen. Yes, ja, vielen Dank. Über die Golden Visas, das ist ein großes Problem, beziehungsweise eine große Sache in südeuropäischen Ländern. Ich kann zum Beispiel über Zypern sagen, das Golden Visa Problem ist das größte, was es da jemals gegeben hat. Was Sie gesagt haben über die Leute, die nicht in der EU sind, die können Eigentum kaufen und bekommen dann ein Visum für 5 bis 10 Jahre. Das sind die Golden Visas, wenn Sie das nicht wussten. Es gibt in manchen Ländern 500.000, es gibt in anderen Ländern viel weniger, 250.000. Und es gibt dann israelische oder russische oder chinesische Investoren, die kaufen in der EU eben Eigentum und haben dann dieses Visum automatisch. Und Zypern ist furchtbar dahingehend, weil zusammen mit dem Staat durch eher mafiöse Investoren, sehr große Gebäude gebaut wurden, die nur für diese Golden Visas benutzt wurden. Und seitdem wurde der komplette Markt durch diese Häuser verändert. Die sind teilweise komplett leer, weil die nur für diese Visen da sind. Und die gesamte Umgebung wird komplett verändert. Die Preise verändern sich, aber auch die Nachbarschaft mit leeren Gebäuden ist ebenfalls leer. Es gibt keine Läden, es gibt gar nichts. Es ist wie eine Geisterstadt. Oder Teile einer Geisterstadt. Und weil die Gebäude nicht belebt werden, wenn da niemand drin wohnt, dann verkümmern die oder verkommen die. Und das ist alles ziemlich tragisch. Es gibt leider keine Eingrenzung dafür. Es gibt Profite für die Regierung. Deshalb denke ich, dass diese Golden Visa Gentrifizierung generieren und dass das ein generelles sehr großes Problem ist auf dem Immobilienmarkt. Bezüglich der Klimakrise würde ich gerne sagen, dass es viele Gruppen gibt, die dafür kämpfen, Wohnungen zu verteidigen, Wohnraum zu verteidigen. Aber irgendwie ist das nicht möglich, diesen Kampf von der Klimakrise zu separieren, weil es so viele Aspekte gibt, die ebenfalls in den Wohnraum reinfallen. Deswegen würde ich jetzt gern ein paar Probleme teilen, die
Das Eigentum, die Immobilien sind jetzt relativ grün. Es wird immer grüner. Und dieses Greenwashing des Immobilienmarktes ist etwas, was von vielen AktivistInnen negativ beäugt wird und kritisiert wird, weil die Rhetorik von Green, ist eigentlich nur eine Provokation, weil es überhaupt nicht grün ist. Und das ist einer der Aspekte, wogegen gekämpft wird. Dann gibt es die Tendenz, Häuser zu renovieren, weil das natürlich benötigt wird. Das ist also eine gute Sache. Aber wenn da soziale Maßnahmen dabei sind, die Preise senken und die soziale Ausschließung hervorrufen, dann ist das eher eine antisoziale Veränderung. Und Entschuldigung, ich höre in 2 Minuten auf. Ich würde gerne sagen, dass viele Kämpfe für die Klimakrise auch Kämpfe für den Wohnungsmarkt sind. Und nicht nur in modernen Regionen, sondern auch in ländlichen Regionen. Gegen die Industrialisierung von Landschaften, gegen Kohleabbau, gegen die Privatisierung von Land. All das ist auch, trägt für den Wohnungsmarkt dazu bei. Und ich habe vorher schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, Privatbesitz zu limitieren, weil da nicht nur der Profit von großen Unternehmen verkleinert wird, sondern wenn man die Frage von gemeinsamen Land, also dem Stück Land, was uns allen gehört, natürliches Land, wenn man das nicht in die öffentliche Debatte bringt, werden wir auch da keine Antwort auf die Klimakrise finden. Wir müssen unbedingt diese Obsession aufhören und wir müssen uns auf die Vergemeinschaftung konzentrieren. Vielen Dank, Eva. Das war ja schon fast ein Schlusswort, denn das hat sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Diskussion gezogen. All diese Missstände und all diese Schutzgesetze, die wir fordern, für die wir kämpfen, haben eine ganz grundlegende Frage, nämlich die Frage des Eigentums. Wohnen ist wie Atmen unverzichtbar. Der Boden ist begrenzt und deswegen muss Grund und Boden letztendlich unter gesellschaftliche Verfügungsgewalt gestellt werden. Und wie wir bei der Vielfalt der ganzen Themen, die wir haben als Bewegungen, der Verteidigungsthemen, der Schutz der Mieter, wie wir diesen Schritt machen können hin zu einer Änderung des Systems, wo wir Schwerpunkte setzen können, wo wir uns bündeln können, wo wir uns vernetzen können. Das sind Fragen, die wir heute Nachmittag um 16.30 Uhr dann weiter diskutieren, damit wir nicht nur in der Beschreibung bleiben, sondern auch versuchen, Ansätze zu gemeinsamen Ausweg zu finden. Ich weiß, dass diese Diskussion hier unbefriedigend bleiben muss, weil wir nämlich so viele verschiedene Aspekte haben, die alle verdienen, noch viel intensiver diskutiert zu werden. Aber ich hoffe, dass die Erfahrungen, die unsere Referentinnen und Referenten hier geschildert haben, dass die euch auch helfen werden, in eurer Arbeit entsprechend weiterzukommen. Und ich möchte noch 2 Dinge am Schluss sagen. Als erstes mal einen ganz herzlichen Dank an unsere Referentinnen und Referenten, die nicht den weiten Weg hier nach Mönchengladbach gescheut haben, um ihr Know-how und ihre Erfahrungen entsprechend hier einzubringen und uns allen weiterzuhelfen. Einen weiteren Dank möchte ich aussprechen natürlich an die Übersetzerinnen und Übersetzer und an die technische Mannschaft, die uns das überhaupt ermöglicht hat, uns untereinander zu verständigen. Und ich habe auch einen Dank an euch alle, die ihr hier seid, weil ich habe eine so schöne große Aufmerksamkeit die ganze Zeit erlebt, dass es richtig Spaß gemacht hat, diese Runde hier zu moderieren, und auch die Fragestellungen waren kurz und präzise, das hat uns allen weitergeholfen.
Jetzt Schluss mit dem Dank. Noch einen Hinweis. Wer morgen früh um 10 Uhr hier ist, der sollte die Fotoausstellung zum Thema Gentrifizierung und Wohnungsproblematik in Spanien im Gebäude Z besuchen, die Joana, die vorhin in der Diskussion zu hören war, erstellt hat. Sodass unser Thema nicht nur ein inhaltliches ist, sondern eben auch ein Thema, das sozusagen die Kunstfrage berührt. Und Eva weist nochmal deutlich darauf hin, dass wir in Athen auch nochmal eine Zusammenkunft der europäischen Wohnungsbewegungen Anfang November haben werden, wo eben diese Frage des, wie wir uns gemeinsam gegenseitig stärken können und wo wir gemeinsame Schwerpunkte setzen können, um auch in Europa spürbar zu werden, intensiv diskutiert werden wird. Ich danke euch allen recht herzlich und wünsche euch eine schöne Mittagspause.